Also komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh, Lisa? Ja. Ist dein Foto okay? Klar. Super, danke. Kein Problem. Hey, du bekommst so eine Chance und verschläfst? Wie spät bin ich? Beeilen wir uns. Zeit zum Aufwärmen gibt's nicht. Yeah, bang, sun, run. Entschuldigung. Paris. Und jetzt? Da lang. Machst du Witze? Eine bessere Idee. Und zu mir. Siehst du? Niemanden stört's. Jetzt du. Typisch Paris. Oh nein, 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 ja. Die Leute wollen essen. Ball, 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 gib mir den Ball. Da kommt er. Nice. Toll. Danke. Wie waren wir? Gar nicht mal so übel. Da ist die Metro. Es bleibt sogar noch etwas Zeit fürs Aufwärmen, wenn du willst. Okay, und wo? Hier. Lauf los. Alles klar? Ja. Okay, dann weiter. Hey, hey, spielen wir oder was? Pass drauf auf. Woher weißt du, wo das ist? Ich war früher bei PSG. Hier bin ich zu Hause. Da ist sie. Ist wie Hannover? Immerhin musst du dich nicht mehr aufwärmen. Sorry, wir waren im Stau. Naja, eigentlich bist du nicht zu spät. Komm, Zeit reinzugehen. In der Kabine liegt ein Trikot für dich. Und wenn du bereit bist, treffen wir uns im Tunnel. Viel Erfolg. Du schaffst das. Hallo. Ah, wir haben in dem Moment dein Foto bekommen. Sorry für die Verspätung. Dein Name, Wohnort und so weiter ausfüllen. Einen Moment bitte. Und schon machst du einen echt professionellen Eindruck. Danke.
Meinst du, ich organisiere sowas für alle? Ich finde neue Stars, bevor sie wissen, dass sie Stars sind. Und wenn meine Infos stimmen, dann gehört dir die Zukunft. Hallo. Wie geht es dir? Gut, Monsieur Henri. Sehr schön. Ciao.
besorgt. Clubloge. Putz dich raus. Danke, Mann. Danke dir. Hey, gern geschehen. Hast du was Schickes? Schickes? Ich meine keine Fußballklamotten. Oh, nein. Kein Problem. Ich regel das. Danke für den Platz. So, wohin geht's? Fanshop? Fanshops haben nur Trikots und Schals für Fans. Sowas brauchst du nicht. TT. Was gibt's? Das ist jemand, der ein Outfit für heute Abend braucht. Tu so, als wäre ich es, auf mein Konto. Jean, gib dir, was du brauchst. Bis dann. Ja, danke sehr. Bis später. Mach's gut heute. Wow. Wo wirst du sitzen? Clubloge. Dann brauchst du was Edles, sowas hier. Du kümmerst dich also um das Team? Ich manage den Teamshop. Viele Spieler und Trainer haben keine Zeit zum Shoppen, deshalb mache ich das für sie. Wow, cooler Job. Ich bin schon in Rente. Ich mache das nur für die Jahreskarte. Ja, hallo? Ja? In Ordnung? Schon klar, ich verstehe. Sonntag? Ja, das geht natürlich. Nein, das ist mir egal. Hm? Okay, ja. Gut, bis später. Das verstehe ich nicht. So. Du hast dich entschieden. Ja. Sieht gut aus. Siehst sogar besser aus als so mancher meiner Stammkunden. Haben wir's? Ja, danke. Steht dir gut. Jetzt gehörst du echt in die Clubloge. Danke, wirklich. Vielen Dank für deine ganze Hilfe. Sehr gern. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Okay. Bis dann. Entschuldigung, danke. Alles okay bei dir?
Bist du bereit? Ja, sorry, heute ist einfach der Wahnsinn. Wow. Es ist Halbfinalzeit und so langsam wird es dann natürlich spannend. Beide wollen ins Finale, aber nur einer kann es schaffen. Und wir zeigen sie Ihnen live aus dem Parc des Princes. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc des Princes. An dem Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Heute erleben wir hier das Halbfinale der UEFA Champions League. Paris Saint-Germain gegen Chelsea. In so einem Halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen Leistungsträgern 100%. Die müssen da sein, müssen vorangehen, müssen die anderen mitziehen. Mal gucken, bei wem das heute besser funktioniert. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. PSG in der Offensive. Abseits, völlig klar, das war unnötig. Da müssen sie sich mehr Zeit lassen. Viel zu hastig, dieser Pass. Vorne ist doch jemand im Abseits. Also da fehlt die Übersicht. Das sind so Szenen, die sehen Trainer noch wirklich nicht gerne. Muss Einwurf geben. Schönes Dribbling hier. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Heute wird natürlich einiges von Neymar abhängen, dem brasilianischen Superstar. Er soll vorne mal wieder für Überraschungen sorgen und klar auch die Tore machen. Und mit seiner Qualität hat er es drauf. Ball in Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Ben Chilwell. Da haben wir Jorginho. Chelsea mit dem Angriff. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Oh, das könnte was werden. Die Chance. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann entscheidet sich Kylian Mbappé fürs kurze Eck. Macht alles richtig, dreht das Ding. Das war die Führung für Paris Saint-Germain. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Christian Pulisic. Lukaku. Lukaku mit dem Tor. Chelsea. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gute Grätsche, er hat den Ball. Jorginho. Christian Pulisic. Neymar jetzt. Da ist Mbappé. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben.
Mason Mount. Da ist der Ball jetzt weg. Unaufhaltsam. Weiterspielen. Es gibt den Vorteil für Chelsea. Aber wir hören den Pfiff. Vorteil abgepfiffen, gibt Freistoß. Führt den Freistoß kurz aus. Jetzt können sie flanken. Die kurze Variante. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Sie holen sich den Ball. Mount. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Da ist die Chance. Genau hinschauen jetzt. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Mbappé. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Das könnte die Führung geben. Oh, sie vergeben diese Chance. Ist es denn zu glauben? Abseits, Wolf. Abseits. Diese Szene müssen sie abhaken. Da war der Wurm drin. Da hat nicht wirklich viel gestimmt. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Conte. Sehr guter Einsatz. Das macht er gut. Das ist das Tor. Die gehen in diesem Halbfinale also in Führung. Und man spürt, die wollen hier unbedingt in dieses Endspiel. Die wollen nichts dem Zufall überlassen. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Beim Ballbesitz hat Chelsea bisher eindeutig die besseren Karten. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Chelsea kommt über außen. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Da muss Neymar dagegen halten. Azpilicueta. Lukaku. Guter Zweikampf. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Chelsea liegt zurück. Damit legen wir wieder los mit diesem Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Christian Pulisic. Chelsea mit dem Angriff. Romelu Lukaku. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Da gibt der Schiedsrichter Vorteil für Chelsea. Sie bekommen den Einwurf. Nun Ferrati. Da ist Mbappé. Und er gibt abseits. Das war eng.
Prames. Mason Mount. Und Azpilicueta. Kante mit dem Vorstoß jetzt. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Ferrati. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé. Jorginho. Kanté ist das. Mason Mount. Ball bei Jorginho. Gefährlich! Ball ist weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sie machen erneut das Tor. Und besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon, die Führung. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann verwandelt Messi. Also da ist ja kein Millimeter Platz und das Tor fällt trotzdem. Was für eine Szene. Kanté. Mount. Gab hier erst Vorteil, aber daraus wurde nichts, also doch Freistoß. Ramos ist da nach dieser Flanke. Super Zweikampf da von N'Golo Kanté. Jetzt die Chance. Gefahr noch nicht vorbei. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Die Ecke kommt. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Messi im Abseits, Fahne ist oben. Sie holen sich den Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Neymar am Ball. Neymar auf dem Flügel. Neymar muss es machen. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Jetzt Neymar. Er holt sich vorne den Ball. Neymar. Wichtiges Tackling hier. Ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet. Der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Ziyech. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Vorteil für Paris Saint-Germain. Ball ist weg. Es gibt hier Einwurf. Wijnaldum. Da ist der Ball weg. Jetzt Lukaku. Das macht er sehr gut. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Und Azpilicueta. Viel Übersicht bei diesem Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Gar erklärt nach dieser gefährlichen Hereingabe. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ziyech.
Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Zierich, Ballverlust. Schlusspfiff, das war's für heute. Damit ist Paris Saint-Germain.